Ja, hallo, ich bin der Krillo. Herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Für die meisten wird das hier jetzt das zweite Video am heutigen Tag sein. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier, ne, eigentlich haben wir hier kein Sauerstoffproblem. Wir haben nur hier nach wie vor hier unten das Problem, dass das hier eigentlich nicht so ganz prickelnd ist. Ja, wir gehen das jetzt einfach mal an hier. So, und zwar. Vergammelt hier vieles von unserem Essen. Oh, wir haben auch 113.000 Kalorien aus genau dem Grund. Wir haben hier unten kaum noch CO2 drin. Das wollen wir und werden wir jetzt ändern. Und zwar machen wir hier erstmal Nahrungsmangel, ja. Zwei Türen ein. Okay, wir lösen es. Warum verschimmelt uns denn hier Essen? Achso, vielleicht war kein Strom da, aber. Schwierig. Also das hier ist auf jeden Fall der Ausgang. Das müssen wir mal als erstes machen. Und zwar bauen wir eine Gasbrücke, damit das Gas hier vorrangig rauskommt. Bauen hier zwei Leitungen und wir bauen hier einen Gasabzug. Und das Ganze bitte schnell. So, und dann bauen wir hier Lüftung. Sollte eigentlich eine kleine Gaspumpe für reichen. Und zwar. Ja. Und hier eine kleine rein. Einfach alles da rauslässt. Allerdings bauen wir hier eine Automation ein mit einem Gaselementsensor. Strom müssen wir für beides haben. Naja, wird schon klappen. So, dann stellen wir das nämlich gleich so ein. Das, solange hier kein CO2 ist, soll er bitte Gas abpumpen. Und hier lassen wir CO2 rein. So. Das ist nicht viel, was hier ankommt, aber es ist ein bisschen. Und unser Erdgasgeist hier läuft wieder. Ne, läuft noch nicht. Doch, läuft wohl, okay. Sehr schön, das wird vieles hier einfacher machen. Also was Strom betrifft. Nahrungsmangel ist trotzdem noch blöd, aber das sollten wir hinkriegen. Achso, jetzt hätte ich da natürlich. Ja, blöd. Wieder mit einem Nichtgatter machen müssen. Und das. Und dann sollte das Ganze gleich laufen. Na, machen wir erst noch mal ein Nickerchen. Wow, wie viele Automationen wir hier anschließen könnten. Es sieht ja wie. Sehr interessant aus.
Da kommt schon das eine letzte Kabel noch eben hier. Hier wäre natürlich eine andere Tür sinnvoller gewesen. Das bauen wir auch noch um. Also Automation ist fertig, jetzt läuft das Ding auch wieder. Hängt hier ab. Ja, sehr schön. Mal aufräumen. Ah, hier, wir können da noch ein paar Anzüge wieder zuteilen. Jetzt tue ich mich schon schwer. Ich glaube, Chao Track war auch relativ zeitig dabei. Können wir hier ein bisschen graben. So, was macht dieser Raum hier? Wir haben keinen Strom. Okay. Aber ansonsten ist der eigentlich fertig. Das war hier noch den letzten Ziegel einbauen können. Und dann können wir hier eigentlich dicht machen und das Ganze anklemmen, weil abgesehen von dem bisschen CO2, das hier unten noch ist, ist hier eigentlich nichts mehr drin. Können wir auf jeden Fall schon mal schließen. Und wenn hier irgendwann mal gewischt ist, die auch. Okay, Lüftung, Gasleitung. Ja. Die bauen wir dann aus. Die Temperatur ist ja egal. Legen wir ruhig hier entlang hier hoch. Achso, ne, das machen wir anders. So. Das soll ja besser funktionieren. Das testen wir hier auch einfach mal. Das will jetzt dort die zerlegen. Das Spiel leckt gerade ein bisschen. Ich weiß gar nicht so recht, woran es liegt. Ich kann wir zerlegen. So sieht es eigentlich so aus, als ob alles normal läuft, aber diese Ansicht. Ne, jetzt geht es hier auch wieder. Okay. Gasbrücke da noch hin. Oder machen wir hier oben noch Strom? Kabel nicht. Muss mal gerade schauen, ich will das eigentlich. Ne, da wir können das nicht noch mehr daran packen. Hier können wir das herholen. Strom, Leiterkabel. So. Und dann können wir hier noch
Endbereich bauen. Dann müssen wir natürlich da zerlegen und da zerlegen. Zwei automatische bauen, aber wir schließen nur einen an den Stromkreislauf an, damit die über oft durchgehen werden. Dann graben. Kennen wir hier auch. So, jetzt wollen wir gerade mal eben hier erst schauen. Strom. Oh, wir haben gar keine Kohle mehr. Okay. Dann hat das jetzt oberste Priorität. Hier oben müsste Kohle sein, ja. Nein. Können die hier noch raus? Ja, ja. Interessanterweise werden jetzt endlich mal die Kohlegeneratoren getuned. Hat sonst ja nicht funktioniert. Hier können wir an die Kohle ran. Hier ja eigentlich auch. Das weniger, das erstmal hier unten. Gegraben wird. Hier das Problem. Temperatur. Kabel. Ach so, haben wir hier kein Leiterkabel? Strom, Leiterkabel, natürlich auch selten dämlich. Ach so, weil da keiner reinkommt. Ja, okay. So, Kohle wird jetzt hoffentlich gebracht. Jo, sehr gut. Jetzt dürfte uns das stromtechnisch gleich wieder gut gehen. Wow. Da würde ich mal sagen, können wir locker einen zweiten Erdgasgenerator anpacken. Zumindest für die Zeit immer, wo das Ding aktiv ist. Goldamalgam geht uns langsam aus. Aber davon haben wir mehr als reichlich. Leiter schon mal ein bisschen verlängern. Dann können wir hier schon mal ein bisschen mehr graben. Umkreis überlastet. Ja, ja. Doch mal schauen, ja, wir werden hier jetzt irgendwann einen recht großen Rückstau bekommen, dass wir das hier vielleicht ein bisschen ändern, das ganze System. Ja.
Das machen wir auch. Und zwar bauen wir hier die eine Gasleitung. Etion. Legen die Gasbrücke. Und zerlegen die. Und dann versorgt nämlich dieser hier unsere beiden Wasserstoffgeneratoren, wobei der eine noch ausgeschaltet ist. Aber und wir können hier jetzt natürlich noch einen Schwung mehr zerlegen. Nämlich, wir können das hier weg, das kann weg. Das alles können wir eigentlich hier abreißen. Wir hätten das jetzt auch direkt hier gerade hochbauen können, aber da hätten wir hier in den Raum reingemusst. Das ist so jetzt erstmal die einfachere Version. So, Station. Jetzt brauchen wir hier natürlich noch eine Kontrollstelle. Hochdrehen. So, und jetzt müssten wir streng genommen einfach nur hier erstmal den Ziegel zerlegen. Oder schauen wir mal. Ach so. Vielleicht warten sollen, bis sie. Na, ist egal, bis die Kontrollstelle hier fertig ist. Nee, dann lassen die. Schade, mein Plan funktioniert nicht. Ich hatte gehofft, dass die dann den Schutzanzug einfach hier ablegen. Und dann machen wir ja einfach genauso viele Stationen wie unten. Vielleicht sogar noch zwei dazu. Und müssen wir das erstmal so machen. Bis ich soweit bin, dass wir es so komplett nutzen können. Dass die dann jeweils, egal wo die reinkommen, ihren Schutzanzug ablegen können. Aber das machen sie leider nicht. Lassen den dann einfach fallen und der fehlt dann jetzt hier unten. Genauso wie hier gerade Sauerstoff fehlt. Oh gut, der wird ja kommen. Vier gemeisterte Berufe, oje, oje, da habe ich auch nicht drauf geachtet, ne? Pro-Teufel, jo. Weiter geht's, Satan. Auch hier Glückwunsch, ich bleibe mal da. Defle bleibt auch mal gerade da. Tanky, auch für Glückwunsch an dich. Jo, und das waren dann momentan alle. Ach so. Ja, wir müssen natürlich dann auch den deaktivieren, weil sonst kommt ihr natürlich hier nicht weg. Die Tür ist für euch geschlossen. Ach so, aber er stoppt. Das ist natürlich Quatsch. Den müssen wir dann in beide Richtungen sperren. Das soll da eigentlich auch nicht sein. So, und im Atemschutzanzug, ich würde sagen, genau, dass das hier hinten ist. Aber in der Zwischenzeit nochmal wieder einen Anzug verteilen. Wird man vermuten, Mrs. Wolf.
Aber das ist alles nur nach Gefühl gerade, also kann ich mich komplett täuschen. Okay, also das hier hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Weil diesen Raum hier gefüllt haben. Sehr schön. Dann wollen wir dich hier nochmal einfangen. Und wenn wir rankommen. Auf dich, aber da kommen wir natürlich gerade nicht ran. Ist egal, dann bleib du erstmal da, wo du bist. Verschmutzte Erde. Wir haben hier nur einen Komposthaufen. Auch ein bisschen wenig. Unser verschmutzter Wassertank läuft auch fast über. Ach. Okay. Das heißt, da müssen wir uns auch mal was überlegen. Uiuiuiui, viel zu tun. Ja, wir können hier mal auf die Temperatur schauen. 112,5. Ja, also langsam, aber es funktioniert. Wenn wir dann irgendwann mal eine niedrigere Temperatur erreicht haben, fällt es uns wahrscheinlich auch recht leicht, wieder zu halten. Wie ist es hier? Ja, hier ist sogar noch ein bisschen wärmer geworden. Aber ich glaube, das kann man hinkriegen. Außerdem darf man nicht vergessen, wir haben ja auch das hier oben wieder in Betrieb. Wir sind mittlerweile bei 1,8 Tonnen Glas, aber da brauchen wir noch mehr. Eis 21,4. Ja. Milz bei minus 0,6. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Aber dann hier nicht. Ne, können wir nicht. Ist egal, das passt ja soweit. So, Kohle. Das macht, glaube ich, Sinn, wenn wir hier das Ganze mal so umbauen, dass wir von hier aus darüber kommen. Aber nämlich das alles hier freigraben. Hier müssen wir auch ran. So. Ja, das waren jetzt eigentlich heute zwei Folgen, wenn ich schon mal so ein kleines Zwischenfazit für heute ziehen darf, ohne dass wir schon am Ende sind, wo wir recht viel improvisieren mussten, ohne und nicht das machen konnten, was ich eigentlich vorhatte, im Großen und Ganzen. Klar haben wir schon ein paar Sachen verbessert, wie zum Beispiel, oh, da sehe ich doch gerade wieder was, hat so nicht gehört. Hat sich so nicht mehr. Und zwar haben wir hier dieses vorbereitet. Hier können wir auch eigentlich schon noch mehr Schutzanzug-Docks bauen, weil die wir brauchen. So. Dann teilen wir nämlich das Ganze auf. So. Wird diese Tür geschlossen, dass dann niemand mehr durch kann? Dann schließen wir hier den Bereich.
Gleiche machen wir. Ich würde mal ruhig sagen. Hier, oder? Gibt es hier noch eine Verbindung? Ne. Aber dann wollen wir auch hier machen. Dann können wir nämlich beide Türen auch lassen, wenn wir hier einfach eine komplette Trennung schaffen. Wir können hier nicht mehr durch. Können hier durch die Tür nicht mehr nach unten. Man kann hier nirgendwo nach unten. Kommt hier nicht runter. Dann haben wir im Grunde zwei. Also oben und unten völlig voneinander getrennte Bereiche. Was ist hier denn das Problem? Das sieht mir ehrlich gesagt irgendwie nach einem Bug aus. Das Ding wird mal zerlegt. So, und das hier, wenn ich ehrlich sein soll, gefällt mir nicht so schön. Weil die werden dann nicht so schön so verteilt sich das hier müssen noch mal im Rand. Also hier verteilt sich das nicht so schön, weil es fängt halt an, füllt das erste, füllt dann den zweiten, füllt den dritten und bei dieser Variante habe ich immer das Gefühl, dass sich das ein bisschen besser verteilt. Natürlich hier noch wieder einen Schwung Schutzanzüge bauen. Fangen wir mal mit 3 an, mit 6. So. Wie kommt hier Wasser hin? Habe ich hier Leitungen zerlegt? Muss ja schon fast. Da habe ich doch hier komplett deaktiviert, ne? Ja. Das dauert ja ewig, bis die ausgebrütet sind. Da lohnt sich ja fast eine. Wie nennt sich das? Ein Brutkasten, genau. Zusätzliche Düngerfabrik noch bauen. Weil wir haben so viel verschmutztes Wasser, das wir gerade nicht nutzen können. Oh, hier, das Wasser geht uns natürlich auch aus. Aber achso, das läuft jetzt wieder. Schön. Schön, schön, schön. Achso, ja genau. Das wollte ich nämlich in diesem Video noch eben zu Ende bringen. So, jetzt müssen wir aber diese Tür wieder öffnen. Sonst kann man nämlich hier oben nirgendwo was machen. Wir haben dann gleich, ich muss ja jetzt eben Auge drauf haben, dass alle mit dem Schutzanzug sich unten aufhalten. Kerstin, du möchtest dort was bauen, aber müssen wir dich woanders hinschicken. Achso, Schutzanzug liefern, ne? Das macht bestimmt Sinn. Da rechts, ich sehe es schon, da will sich wieder jemand vorbeischleichen. Satan ist es diesmal. Gibt's nicht. Während Mrs. Wolf hier schon anfängt, zumindest Material zu liefern.
Moment. Nein. Wieso haben wir nicht gerettet, Patrick? Das wird keiner fertig bauen, oder? Gibt's doch nicht. Steht schon auf 8. Ja. So, jetzt ist das vorbei. So, hier noch ein Strom. Eigentlich können wir das auch so machen. So. Oh, einer ist immerhin schon mal geliefert. Ich überlege, ob wir hier nicht... Genau, wir koppeln hier einfach mal so ein paar ab. So, dann können die nämlich hier hochgebracht werden, was auch gerade passiert. Und wir schalten hier die Stelle wieder ein. Wo ist denn hier bei diesem jetzt schon wieder das Problem? Das war der gleiche, wo wir gerade auch schon ein Problem hatten, oder? Sauerstoff, Gold, alles im normalen Temperaturbereich. Wieso kommt hier Wasserstau? Ach so, weil wir hier... Wow, wir haben hier jetzt schon einen Rückstau. Uiuiui. Dann müssen wir hier dringend was ändern. Hier die Gasleitung bauen. Hier eine Gasbrücke. Bauen hier eine. Schließen das hier wieder an. Das müsste dann ja eigentlich bedeuten, er nimmt vorrangig das hier raus, bringt es dahin. Wir müssen hier noch eine mehr bauen. Nämlich hier. Die dann dafür sorgt. So, ja klar, wer jetzt natürlich vorher ohne Schutzanzug raus ist, hat natürlich ein Problem. So, und dann kann nämlich der Wasserstoff von hier aus geht vorrangig dahin, wenn hier voll ist, geht er hier hin. Und dann können wir hier beide wieder einschalten. Genau. Dieser eine hier sollte auf jeden Fall genug liefern für
Das, was wir hier oben brauchen, das ist ja auch recht überschaubar. Und das hier ist dann gleich gelöst. Dann haben wir hier auch die Beschädigung geklärt. Klar. Sorry für meine Dummheit. Habe ich nicht gut aufgepasst. Noch hier. Brauchen wir dann noch wieder ein paar mehr dazu. Gut. Können wir jetzt hier auch wieder voll bestücken lassen. Ja, auch hier die Beschädigung müssen wir natürlich reparieren. Was brauchen wir da? Achso, Reparaturauftrag ist schon zugewiesen. Das Material ist auch schon da. Muss man noch repariert werden. Gemeistert, Mrs. Wolf, Kurieraufgabe. Ah, okay. Das heißt, wow, Schutzanzug-Ingenieur. Haben wir aber jetzt einige, die da rein wollen in dem Bereich. Hat eine Sauerei gemacht. Luigi? Ja. Warum? Was ist mit unseren Toiletten? Ach so. Dadurch, dass der Bereich hier... Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unorthodox, aber wenn ich das hier zerlege, müsste das hier reinlaufen. Ja. Und wir könnten eigentlich sogar hingehen und... das Ganze da abschließen, dann kann sich hier nämlich sogar noch mehr verschmutztes Wasser drin sammeln und dann dürfte das verschmutzte Wasser wieder ablaufen. Das müssen wir natürlich gleich aufwischen, wenn wir machen. So, jetzt läuft das hier raus, läuft hier rein. Ja. Im Grunde vergrößern wir nur gerade das Becken hier, indem wir dieses hier mitnutzen und durch die Pumpe wird das ja hier durch die Metallraffinerie wieder hier reinkommen. Das ist jetzt nur eine Lösung, um das Problem hier kurzfristig in den Griff zu bekommen. Wischen natürlich. Und sonst noch? Wir können ja einfach mal insgesamt wischen, falls noch irgendwo was ist, aber ich glaube, das ist das Einzige. Ja, okay. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Ende für dieses Video. Eine kleine Vorankündigung, und hier oben sehe ich noch was fürs nächste Video. Das wird definitiv erstmal ein Chaos-Beseitigungsvideo, weil wir haben hier so viel, oder ich habe hier für so viel Chaos gesorgt. Das müssen wir mal, ja, das müssen wir mal anpacken. Das geht so nicht unbedingt weiter, würde ich mal sagen. Okay, falls euch das Chaos gefallen hat, dürft ihr trotzdem den Daumen nach oben drücken und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann morgen. Macht's gut und bye bye.